So, genau. Also wer Strider nicht kennen sollte, wir springen mit der Taste X, mit der Taste 4 können wir schlagen. Können auch geduckt mit X dann entsprechend uns nach vorne rutschen. Was wir machen können ist im Sprung, wir können springen und schlagen, aber nicht zurück. Also wenn wir springen, dann springen wir in die Richtung, bis wir wieder aufkommen. Ja, also wir können nicht im Sprung die Richtung wechseln, das geht nicht. Das ist etwas, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal. Ja. Genau. Ansonsten ist man hier actionmäßig hauptsächlich unterwegs mit seinem Schwert hier zu schlagen. Genau, hier haben wir einen von diesen Bots, wenn ich nicht zu doof bin, ihn mir zu holen. So, der hilft uns jetzt eine Zeit lang. Wir haben ansonsten hier oben drei Energiedinger und das war jetzt gerade nicht so cool. Hier hat man auf jeden Fall deutlich weniger Items als in der Mega Drive-Version. Eigentlich hatte ich an der Stelle in der Mega Drive-Version immer schon das große lange Schwert. Aber dann kriegt man nämlich diese Viecher da unten auch ganz gut. Gut, jetzt haben wir immerhin unseren Bot wieder. Das ist ja auch ganz gut. Das hat nicht gut geklappt. Ah, ja, stimmt, der Kollege. Den kann man ausweichen. Ich habe das vorhin nochmal gespielt und dabei bin ich direkt oben rüber gesprungen. Da muss man den Kollegen gar nicht kaputt machen hier. So, wie gesagt, wir haben diesen Haken, mit dem wir uns immer an den Wänden festhängen und hochschwingen können. So. Hier fliegt jetzt so ein Vogel hinten rum. Das habe ich auch bei der Mega Drive-Version. Ja, toll. Schon tot. Das habe ich auch bei der Mega Drive-Version noch gar nicht so richtig verstanden, was der irgendwie für einen Benefit hat. Weil gefühlt macht der, also irgendwas wird er wohl tun, Gottes Willen, aber gefühlt habe ich nie irgendwie so richtig mitgekriegt, dass der aktiv irgendwas getan hätte. Also eins kann ich auf jeden Fall mal sagen, ich kenne das Mega Drive-Spiel in- und auswendig. Das ist eins der Spiele, die ich damals auf Mega Drive rauf und runter gespielt habe. Und die Arcade-Version hier ist deutlich schwerer. Also die Mega Drive-Version ist deutlich einfacher gewesen. So, hier haben wir jetzt mal so ein Schwert aufgenommen und können hier... Vielleicht macht der Vogel diese Roboter irgendwie mal kaputt. Jetzt mal einen Energiebalken mehr. Ja, ich wusste es, dass mir das noch zu Verhängnis wird. Ich dachte, er geht einfach weiter. So. Hier einfach mal versuchen, möglichst schnell den Kollegen hier kaputt zu machen. Das ging ganz gut. Genau wie den Kollegen. So, jetzt haben wir kurioserweise unser Schwert nicht mehr, unser langes. Jetzt sind wir nur kurz unterwegs. So, hier kommen wir zum Endgegner. Den finde ich auch schon ultra geil. Dieser Rat von diesem Typen, der sich hier zusammensetzt und dieses Vieh bildet. Und das Vieh hier kommt in einer erweiterten Form sozusagen im zweiten Teil gleich dann auch nochmal vor. So, und dann haben wir die erste Stage geschafft. You really think you can win? You will... War viel zu schnell weg. It's Strider, hear you. He will never leave Eirasia alive. I got you. Ja, der ist ziemlich uncool, der Typ. Der wird jetzt unser Gegner hier in dieser Stage. Und auch die Stage hier ist auf jeden Fall schwerer als auf dem Mega Drive. Oh, auf dem Mega Drive haben die Wölfe. Ich glaube nicht, dass sie. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die haben aber nie angehalten und mal irgendwie gejault oder sowas. So. Der ist auch ein richtig geiler Endgegner. Oder Zwischengegner, besser gesagt nur. Und hier hat man echt Glück, wenn man die lange Klinge hat. Ich kann den wenigstens ab und zu. Dann kann ich auch oben rumlaufen. Dann kann ich nur hier oben hinhängen. Es kann sein, dass die lange Klinge hier im Arcade nur eine zeitliche Begrenzung hat. Ach ja, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich meinen Roboter noch. Da war der Kollege hier deutlich schneller kaputt. So, jetzt aber.
Ist die Klinge so groß, dass wir die Viecher kaputt kriegen? So, wir gehen jetzt erstmal an der, erstmal an der Seite, um den kaputt zu machen, hoffentlich. Dann gehen wir mal an die Seite. Boah. Also das... Okay, immerhin hat er unseren Savepunkt hier akzeptiert. Also das ist alles, wie gesagt, in der Mega Drive-Version deutlich einfacher. So, nein, da wollte ich nicht hin. Nein, genau das wollte ich nämlich vermeiden, dass wir von dem Stachelding getroffen werden. Ja, ein Gegner respawn. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gehen wir jetzt hier hoch und hier hoch. So, jetzt kommt der Kollege hier. Und der ist gar nicht so einfach. In der Mega Drive-Version ist der irgendwie auch irgendwann einfach weg. Also wir können zwar jetzt hier weiter, das bringt aber auch nur bedingt was. Die Stelle hier ist auch gar nicht so einfach vom Sprung her. Müssen wir im richtigen Moment abspringen und mit dem Typ bei uns wird es noch schwieriger. Okay, aber wir haben es geschafft. Da unten ist nämlich, also bei Mega Drive schafft man den Sprung eigentlich jedes Mal. Das ist nicht so das Hexenwerk. Jetzt haben wir den Kollegen aber immer noch hier in der Backe. Das war wahrscheinlich jetzt gar nicht so die klügste Idee, den noch nicht kaputt zu machen. Ich sehe auch gerade gar nichts. Und hier ist sogar zwischen dem Abgrund unten nochmal eine, so ein kleiner Vorsprung. Da muss man aufpassen, diese Strahlen, die sind tatsächlich ziemlich uncool. Also dieses Vieh hier. Weil es schon super gut gemacht ist. So, extra Leben, das war schon gut. Gut hauen. So, mal gucken, dass wir tunlichst rüberkommen und den kaputt hauen. So. Jetzt müssen wir uns hier an diesen Helikopter hängen. Flugschiff oben. So, ein bisschen mehr Energie, das ist gut. Da müssen wir auch gucken, dass wir die möglichst behalten. Denn die Stelle oben im Schiff jetzt wird auch nicht einfach. Wer das erste Spiel kennt, da kommen diese drei Damen an. Und in der Mega Drive-Version kann man da tatsächlich mehr oder weniger durchlaufen. Bis zum Kapitän. Boah, auch diese Bomben hier, das ist alles nicht in der Mega Drive-Version so heftig drin gewesen. So, und jetzt haben wir ihn hier nämlich wieder an der Backe. Und der macht uns zusätzlich das Leben schwer. Und auch hier fällt man ganz gern mal runter. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde ihn ja gerne erstmal kaputt machen. Ja, und das ist es ja. Ja? Ein Bombentreffer und du fliegst von dieser Plattform runter und bist komplett weg. Ja, das ist... Also wie gesagt, das ist so verteufelt schwer gemacht hier. Ja, ich würde halt gern irgendwie mal nach oben kommen hier. Nur mit dem Sprung auf der Mega Drive-Version kann man sich hier direkt hier oben festhalten. Geh hier hoch. So. Machen wir es jetzt so. Jetzt kommen erstmal die drei Damen gleich. Wir sind sowieso wieder kaputt. Also das ist völlig in der Mega Drive-Version völlig Pillepalle hier, die Stelle. So,
Können wir hier jetzt irgendwie Schnitte machen? Das ist... Nee. Auch nicht. So, die Damen kommen. Da hat man nämlich hier an der Treppe eigentlich eine ganz coole Stelle, dass man die kaputt machen kann. Aber wie gesagt, solange der andere Kollege da oben noch hier rummacht und rumgeistert... Oh, wir haben es trotzdem geschafft. Nicht schlecht. Cooles Standbild auch hier. Take me to your boss. You idiot, we control the world as long as there is the flying battleship Balrog. You must be joking, you are sending a toy into battle? Sehr gut. Ja, und der Level ist auch gar nicht so einfach. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich muss sagen, mir macht die Arcade-Version tatsächlich ein bisschen mehr Spaß als die Mega Drive-Version. Vielleicht auch einfach, weil ich die Mega Drive-Version schon so fast mehr oder weniger durchrennen kann. Oder weil da teilweise die Gegner auch, wie gesagt, dieser Affe, der ist super schnell kaputt mit dem großen Schwert. Die vier Mädels da kann man im Prinzip durchrennen. Das ist so ein bisschen, naja, geportiert, ne? Und hier hat man tatsächlich wenigstens eine richtige Herausforderung. Finde ich schwerer, aber angenehm schwerer als auf dem Mega Drive. So, mal gucken, ob ich den Weg noch weiß. Der war es schon mal nicht. Ja. Wo kam der denn jetzt her? Tja, Game Over. Aber wenn wir schon Continue. Ja, Continue Play. Ich glaube, das ist sogar ultra fair, weil wir direkt an der Stelle wieder weitermachen können und nicht vom Anfang des Levels. Ja, genau. Das ist schon sehr fair gemacht, muss man sagen. Ne? Nein, spring doch. Die sind auch, boah, dieser Gegner respawn. Die sind auch gefühlt schneller hier unterwegs, die Plattformen. Ja. Puh. Das ist alles deutlich schwerer als auf dem Mega Drive, definitiv. Definitiv. Aber ich habe mir heute Mittag mal ein Video angeschaut. Wer es hier drauf hat, der kann auch das Spiel tatsächlich in 20 Minuten durchspielen. Also es ist nicht unschaffbar, aber man muss ein bisschen... Oh, hier unten ist noch ein Goodie. Ja, und auch hier kann man rausrutschen. Das habe ich in der Get Drive-Version auch. Oh cool, das kenne ich überhaupt noch nicht hier. Das ist natürlich geil. Wenn ich jetzt nicht zu doof wäre, mal hier irgendwie weiter nach oben zu kommen. Die sind anscheinend auch gerade unverwundbar. Dann ist das natürlich das Goodie der Wahl für die Stelle hier. Nein, wir müssen da hoch. Los. Jo. Oh ja, und das habe ich auch schon auf dem Mega Drive gehasst. Und musste hier des Öfteren... Ich muss mal springen. Aber in der Mega Drive-Version kommen ja, glaube ich, noch Gegner. Alter Verwalter! Ich mache einfach mal auf einen Safe-Punkt an der Stelle. Okay, das war eine Falle. Nicht auf den Schlitten fahren. Oh Gott, das wird erst aufgemacht, wenn das Vieh hier kaputt ist, glaube ich. Wow. Ja. Dem Schlitten traue ich nicht mehr. Wo auch immer der uns hinbringt. Das wäre die nächste Falle geworden. Ja. Also nicht die Schlitten benutzen. So, los Scrolling. Ja, komm, nimm doch den Drachen mit. Drachen. Völlig bescheuert. Den Roboter natürlich. So. Hier dreht sich jetzt die Schwerkraft um. Auch ein sehr cooles Spielelement.
Zack, wieder normal. Ach ja, ich erinnere mich. Jetzt kommt der Gegner. Der ist auch echt nicht ohne. Antigravitationsvieh hier. Aber auch ultra geil gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht durch die Gegend, genau, gegen die Wand geschleudert werden. So, wir gucken, dass wir hier irgendwie in einem günstigen Winkel wieder, also immer irgendwie mit gegendrehen. Auf der Megadrive-Version fliegen, glaube ich, keine von diesen Atomen hier mit rum. Wenn ich mich richtig erinnere. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon lange her, dass ich gespielt habe aus dem Megadrive. Auch wenn ich so oft gespielt habe. Aber aus dieser Drehung hier kommt man auch gar nicht mehr raus. Und mit dem kurzen Schwert ist das hier echt tricky. Mit dem langen Schwert ist das gar nicht schwer. Jetzt sind wir eh kaputt. Ja. Mit dem langen Schwert ist das gar nicht so schwer. Weil man ihn oft trifft. Aber wie gesagt, auch die Rücksetzpunkte hier, das ist schon alles sehr fair gemacht. Mal auch versuchen, die Atome hier eher kaputt zu machen als das Vieh selber. Ja, das war gar nichts, Sven. Das müssen wir doch gleich machen. Wir haben schon so viele Schläge verteilt. Ja, das war's wieder. Schade. Wie gesagt, mit drei Energieschlägen oder Schlägen, Energiebalken ist das halt echt schwierig. Aber ich weiß auch nicht, wie man hier wieder rauskommt aus diesem Gravitationsding, ohne Energie zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Vermutlich nicht. Naja, das wird zu früh losgesprungen. Das kriegen wir nämlich gar nicht mehr an ihn ran. Nee. Keine Ahnung. Aber okay. Ich denke, wir haben genug gesehen von dem Teil 1. Also wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Game. Der Mega Drive Prol ist auch sehr gut. Wobei mir jetzt auf Anhieb hier, wie gesagt, die Arcade-Umsetzung noch besser gefallen hat. Ich mache dann mal eine kurze Umbaupause und dann schauen wir uns Strider 2 an. Bis gleich.